Ich bin Rebecca Peters, die Quartiersmanagerin der sozialen Stadt Speyer Süd. Aber was ist die soziale Stadt eigentlich? Viele Städte müssen sich in ihren einzelnen Stadtteilen neuen Herausforderungen stellen. Es gibt Verbesserungsbedarf in sozialer Hinsicht und für die Klimaanpassung. Neue Mitbürgerinnen und Mitbürger wollen integriert werden. Es fehlt an Wohnraum, Einkaufsmöglichkeiten und attraktiven Treffpunkten. Damit die Städte die Lebensbedingungen in diesen Stadtteilen nachhaltig verbessern können, unterstützt der Staat seit 1999 mit Programmen der Städtebauförderung. Ziel des Förderprogramms ist es, die Wohn- und Lebensqualität im Quartier zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Dabei ist es meine Aufgabe, zusammen mit der Stadtverwaltung Speyer das Projekt voranzutreiben und allen Bürgerinnen und Bürgern in Speyer Süd zur Seite zu stehen. Der Speyerer Süden wurde 2018 in das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt aufgenommen, um das Gebiet in den folgenden 10 Jahren positiv zu entwickeln. Dabei werden alle Bewohnerinnen und Bewohner in Speyer Süd mit eingebunden. Erste Maßnahmen wurden hierzu bereits umgesetzt oder sind in der Umsetzungsphase. Platz der Stadt Ravenna. Das ist der Platz der Stadt Ravenna. Hier haben wir vor 2 Jahren begonnen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu überlegen, wie wir den Platz neu gestalten können. Und das ist das Ergebnis. Es gibt einen Spielplatz, es gibt einen Brunnen und sogar Anschlüsse für Wasser und Strom, damit hier nicht nur Feste gefeiert werden können, sondern auch ein kleiner Markt entstehen kann. Und das ist gelungen. Steg über die B39. Hier entsteht der Steg über die Bundesstraße 39. Wenn der fertiggestellt ist, kann man zu Fuß oder mit dem Rad auf die andere Seite zu den Einkaufsmöglichkeiten gelangen. Das Quartiersbüro. Eine umgesetzte Maßnahme ist das Quartiersbüro in der alten Sparkasse. Aber nicht nur ich arbeite hier, sondern viele andere Menschen aus Speyer Süd nutzen diese Räume. Kommt mit, ich zeig's euch. In diesem Raum finden viele Treffen statt. Zum Beispiel der Spieletreff, das Café Anna und das Café Lotzi. Und das Café Lotzi hat zum Beispiel diese wunderschöne Einrichtung über den Verfügungsfonds angeschafft. Moment, was ist nun schon wieder ein Verfügungsfonds? Mit dem Verfügungsfonds können kleine Projekte von Bürgerinnen und Bürgern aus Speyer Süd finanziert und mit wenig Aufwand umgesetzt werden. Nach all den vielen Informationen fragst du dich, was hat das mit mir zu tun? Naja, sehr viel. Weil neben den ganzen Angeboten und Veranstaltungen, die wir machen, kannst du jederzeit dich selber einbringen und dein Quartier mitgestalten. Zum Beispiel kannst auch du ein Verfügungsfondsprojekt starten. Und für alle anderen gilt genau das Gleiche. Ihr dürft jederzeit vorbeikommen. Die Sprechzeiten sind jeden Dienstag von 9:30 bis 11:30 und jeden Donnerstag von 14:30 bis 17:30. Ich freue mich auf euch.